Willkommen zu Sonjas Maschensalat. Ich habe den Morgen erstmal dafür genutzt, ein paar Projekte aufzuziehen. Ja, das ist manchmal einfach notwendig, zumindest fühle ich mich danach, dann mag ich die Projekte nicht mehr oder sie liegen zu lange. Jedenfalls habe ich mal gesichtet, was ich noch so angefangen hatte. Ich habe aufgezogen den Instant Gratification Cardigan, den kennt ihr aus älteren Videos, das ist der mit dieser bunten Wolle gewesen, so rot. Bunt, orange bunt. Jedenfalls hatte ich den in den letzten Tagen noch meine Hand gehabt und ich mochte mit diesen dicken Nadeln nicht stricken. Ich habe das gemerkt, es quälte mich unglaublich und dann dachte ich, ich ziehe ihn auf. Das habe ich dann zuerst gemacht. Dann habe ich ein Minituch aufgezogen, was ich irgendwann im Sommer begonnen hatte zu stricken. Da war ich nicht weit. Das war so ein Stück. Also selbst wenn ich das Tuch noch mal machen wollen würde, es wäre schnell wieder hergestellt bis zu diesem Zustand. Dann habe ich aufgezogen die Häkeltasche von Tanja Steinbach. Da mochte ich das Material nicht so besonders. Ich hatte auch keinen Einsatz gesehen für diese Tasche. Ich habe sie dann erstmal aufgezogen. Außerdem hatte ich noch eine Quadratedecke begonnen Anfang des Jahres mit solchen Mitered Squares. Ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißen, aber habt ihr sicherlich schon gesehen mal. Die hatte ich von Anfang an schon nicht ganz korrekt gestrickt, weil meine Quadrate falsch aneinander gereiht waren. Ich dachte, es stört mich nicht, aber im Prinzip störte es mich doch. Da ist der Anfang aber in der Tonne gelandet, denn das wollte ich nicht nochmal alles aufziehen. Dafür war ich schon zu weit, beziehungsweise das sind ja dann immer nur so kleine Garnstücke. Und das habe ich weggetan. Die werde ich nicht weiter stricken. Welche ich weiter stricken werde, das ist die Jelly Roll Blanket. Da habe ich aber schon länger nicht mehr was dran gemacht. Ich habe noch ein Tuch. Namen habe ich im Moment vergessen. Das habe ich auch noch auf den Nadeln gelassen. Und ich glaube, zwei Paar Socken habe ich noch auf den Nadeln. Die sind auch so weit geblieben. Und natürlich mein Steven West Cardigan. Der ist auch noch auf den Nadeln. Den gehe ich demnächst auch noch mal an. Und eine Häkeldecke habe ich noch. So ein Langzeitprojekt, das liegt auch noch. Daran werde ich auch noch weiterarbeiten bei Gelegenheit. Beginnen wir zuerst mit den Sachen, die fertig sind. Ihr seht schon im Hintergrund, mein Mary Stars Pulli von Drops Design ist fertig. Ich gehe mal ein Stück zurück. Halt den auch mal ein bisschen dahin. Nochmal auf die Nähe. Ich hoffe, ihr erkennt es. Das war mein erstes Einstrickmuster. Habe ich im Januar begonnen, im März zur Seite gelegt. Und da waren nur noch die Ärmel, die noch nicht fertig waren. Die habe ich jetzt relativ zügig fertig gestrickt. Das Ganze ist gestrickt aus der Drops Air, von der ich ja nicht so begeistert war. Aber dazu später noch mehr. Ich finde den nach unten etwas weit, weil es eine Rundpasse ist. Damit hatte ich bisher auch noch keine Erfahrung. Und für den Anfang mit mehrfarbig, zweifarbig, gar nicht so ohne, weil diese Sterne doch sehr detailliert sind. Die haben da noch so an der Seite so diese kleineren Teile. Also man musste sehr häufig die Farbe wechseln, was mich zwischendrin etwas frustrierte. Aber an und für sich, für den ersten Versuch, fand ich das ziemlich gut. Ich habe ihn noch nicht gewaschen, den Pulli. Ich weiß auch noch nicht, ob ich das tatsächlich machen werde. Ich weiß nicht, ob das Schlauchgarn davon profitiert, weil die Fasern ja in dem Garn liegen. Kann natürlich sein, dass sie sich dann noch ein bisschen besser durchdrücken. Wenn ihr mit dem Drops eher Erfahrungen habt, was Waschen angeht, würde ich mich freuen, wenn ihr mir etwas Feedback dazu geben könntet. Ansonsten bleibt der Kragen erstmal groß. Ich gucke mal, wie es sich trägt, ob mir das am Hals angenehm ist oder nicht, ob ich ihn vielleicht doch nach innen umschlag und festnähe. Das weiß ich alles noch nicht so genau. Aber ja, ich bin sehr zufrieden eigentlich mit dem Pulli. Wie gesagt, dafür, dass es das erste Mal war, dass ich ein Strickmuster gemacht habe, fand ich es gar nicht so schlecht. War eine Erfahrung. Ich hatte nur auch tatsächlich ein bisschen Probleme, die Spannfäden, also da, wo ich Farbwechsel gemacht habe oder Garnwechsel, das schön zu vernähen. Ich habe es irgendwie vernäht, aber sieht auch gar nicht so schlecht aus innen.
Ja, ich hoffe, die Fäden halten alle da, wo sie sein sollen. Das ist mein seit längerem mal wieder richtig großes Teil, richtig großer Pulli. Jetzt muss es nur noch entsprechend kalt werden dafür. Was auch noch fertig geworden ist, sind natürlich meine Granny Squares zu meinen gelesenen Büchern im September. Das ist dieser Stapel. Ah, das fokussiert mal wieder nicht gut so. Ich habe tatsächlich zweimal die gleichen Farben, ist aber nicht das gleiche Buch. Das habe ich im Nachhinein gemerkt. Also wer es noch nicht kennt, ich häkle zu jedem gelesenen Buch in den Farben des Covers jeweils ein Granny Square. Was ich damit am Ende machen werde, weiß ich noch nicht. Aber es macht Spaß, es geht relativ schnell. Ich werde meine Baumwolle ein bisschen los. Und ich finde die auch sehr hübsch. Ich häkle das Daisy Square, was ich euch ja auch schon mehrfach gelinkt habe. Das ist schnell gemacht. Ich finde, es sieht schön aus. Ich habe 2, 4, 6, 8, 10, 12 Bücher gelesen im September. Das ist ziemlich viel für den September. Also die lese ich meistens nur im Sommer irgendwann, so viele Bücher, wenn ich weniger handarbeite. Aber es war natürlich auch motiviert durch die Granny Squares. Mal sehen, wie der Oktober jetzt läuft. Auf den Nadeln habe ich auch was, ist aber nicht so viel, weil beides intensive Projekte sind. Ich zeige sie euch trotzdem. Zuerst mal kam der Hinweis 5 vom Hobby Make-Along, wo ich ja ich wollte gerade sagen Skipulli häkle, aber das stimmt nicht. Es ist inspiriert von Après-Ski-Pullovern aus den 80er, 90ern. Das war Hinweis 5. Zwei halbe Ärmel. Beide sind nicht fehlerfrei, aber ich bin jetzt auch an einem Punkt, wo ich mir sage, es ist mir egal. Ich möchte einfach nur durchkommen jetzt mit dem Projekt. Man sieht sowieso nicht. Die Stellen sind jetzt nicht so offensichtlich. Ich finde es super, weil ich lerne sehr, sehr viel. Dieses Bündchen hier unten ist nicht das klassische Bündchen, was man vom Häkeln kennt, also ins hintere Maschenglied einstechen, feste Maschen häkeln, hin und her zur Runde schließen. Das ist eins, das wird natürlich auch erstmal in der Länge gehäkelt, aber mit Kettmaschen und Kettmaschen mit Umschlägen. Kannte ich noch nicht, ist auch etwas zeitaufwendiger, aber es gibt halt wirklich ein ganz tolles Maschenbild. Ich weiß nicht, fokussiert es ja. Es sieht tatsächlich aus wie ein Strickbündchen. Hier diesen Teil, den orangenen, kannte ich ja schon von meiner Temperaturdecke, die ihr im Hintergrund seht. Das ist das Gleiche. Ja, und der Rest war einfach wie gehabt. Also auch etwas, was wir schon im großen Pulli-Teil gehäkelt haben. Die gingen eigentlich recht fix. Und ich habe Hinweis 4 natürlich beendet. Das ist das fertige Rückenteil. Sieht man es? Ich hoffe, ich sehe nämlich nicht, ob ihr es seht. Aber es heißt fertig, da wird noch was aufgehäkelt oder aufgestickt wahrscheinlich auf diesen Streifen. Und das ist das fertige. Ne, umgekehrt, das andere war das Vorderteil, das ist das Rückenteil. Beim nächsten Hinweis werden wir dann wohl die Ärmel beenden. Da ist ja auch noch ein Teil nach oben dran zu häkeln. Und Hinweis 7 wird vermutlich im Zusammenhäkeln bestehen oder zusammennähen. Ich glaube, sie näht. Und wahrscheinlich in der Applikation auf dem Streifen. Es sind noch zwei Hinweise, also. Es hat viel Spaß gemacht bis jetzt, aber ich bin auch froh, wenn es rum ist, ehrlich gesagt, weil es ist schon viel Arbeit. Also gerade die beiden Teile für den Körper, das war schon einiges zu tun. Ich würde ihn auch nicht nochmal häkeln, nicht weil er mir nicht gefällt. Gut, Farben würde ich anders wählen. Die sind mir ein bisschen grell. Ich hoffe auf eine schneereiche Zeit, wo ich das dann mal tragen würde. Aber die Techniken sind halt ziemlich zeitaufwendig. Sind halt viele unterschiedliche Techniken und da steckt schon eine Menge Arbeit drin. Aber ich finde es trotzdem cool, weil ich enorm viel lerne bei ihr. Dann habe ich relativ spontan noch ein Projekt begonnen,
Was heißt begonnen? Ich bin sogar schon ziemlich weit gekommen. Ihr seht hier gleich meinen Weihnachtspulli. Ich wollte dieses Jahr einen Weihnachtspulli stricken, hatte mir das schon so in der Hälfte des Jahres überlegt, will aber nicht dieses Klassische haben, dieses Rot-Grün, irgendwas, weil das kann ich nicht lang genug tragen. Ich wollte was, was schon weihnachtlich ist, was ich aber länger tragen kann, also was auch ein bisschen winterlich ist, sodass ich es zumindest von Dezember bis Januar, Februar. Ich meine, mir ist es ja prinzipiell egal. Ich würde auch einen Weihnachtspulli länger tragen, aber ich mag die Farben halt nicht. Dieses Grün und Rot, das ist das Klassische. Dann habe ich ein bisschen gesucht und bin wieder über eine Anleitung von Drops Design gestolpert, die aus der gleichen Wolle gearbeitet wurde wie mein Mary Stars, nämlich der Mary Trees Pulli. Das sieht so aus. Komm mal näher. Ja, ihr seht, das ist im Prinzip der gleiche Pulli wie der Mary Stars, allerdings andere Farbe und Weihnachtsbäume statt Sternen. Diese Bäume bekommen eigentlich an der Spitze, dort werden eigentlich noch kurze Faden zu einer Art Stern nachher eingeknotet, aber mache ich nicht. Da bleibe ich am Ende mit hängen oder sonst was. Oder jeder zuppelt mal dran. Möchte ich auch nicht. Ich lasse den so bei den Bäumen. Ja, und jetzt muss ich eigentlich nur noch das Ganze nach unten stricken, noch ein bisschen. Also wie gesagt, der ist genauso wie dieser. Die Anleitung ist ansonsten 1:1 die gleiche. Und die Ärmel dran, ich habe ihn nur eine Größe kleiner gestrickt, weil dieser Pulli mir ja nach unten etwas zu weit wurde. Was ich aber spannend finde, bei der Farbe mag ich die Drops eher deutlich lieber. Ich guck mal, ob man sehen kann, die ist wuscheliger als die bärenfarbene. Die ist irgendwie wolliger. Ich weiß nicht, ob es bei der Farbe, ob es an meiner Charge lag oder ob das einfach ein Ding ist, weil es gefärbt ist. Oder naja, wobei das hier wird vermutlich auch gefärbt sein. Ja, in Teilen zumindest schon. Jedenfalls gefällt es mir hier besser. Und bei der hellen Wolle sehe ich auch diesen Glanz nicht so sehr von dem Schlauch. Was das Grün angeht, auch das Grün ist wuscheliger, habe ich gesehen am Knäuel. Das Gelb eigentlich auch. Also die sehen irgendwie sogar anders aus, als wäre es eine andere Wolle. Ganz ehrlich, also hätte ich die zuerst gehabt, hätte ich gesagt, ja, die Drops eher ist eine gute Wolle, kann man machen. In der Farbe finde ich sie nicht sehr gelungen. Aber wie gesagt, vielleicht war es auch eine Ausnahme. Vielleicht sind die anderen Knäuel in der Farbe anders, ich weiß es nicht. Ich finde ihn okay, aber den hier finde ich deutlich besser. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Wobei Frank schon meinte, bist du dir sicher, dass du einen hellen Pulli stricken willst? Ich bin nämlich bekannt dafür, dass ich mich des häufigeren bekleckere. Mal gucken, wie gut es läuft, wenn ich ihn denn trage. Aber ja, ich finde ihn gut und das ist jetzt auch im Moment mein Hauptprojekt, wo ich die meiste Zeit rein investiere, weil den würde ich gern noch bis Anfang, Mitte November fertig bekommen. Mal gucken, wie gut das läuft. Aber da der Häkelpulli demnächst fertig sein wird, denke ich, bleibt genug Zeit dafür. Und vielleicht noch für Franks Socken. Mal gucken. Mehr habe ich dann aktuell auch gar nicht auf den Nadeln, aber ich finde, das kann sich schon ganz gut sehen lassen. Gekauft habe ich auch ein bisschen was. Zuerst mal gab es wieder meine 1000 schönen Abos. Das sind die beiden Stränge. Zeige ich euch gleich auch noch einzeln. Das ist das knallige Abo von diesem Monat. So richtig, richtig, richtig schön knallig mit dem Pink und Limette. Das ist wieder so genau meine Farben. Lieb ich total. Werden wahrscheinlich auch Socken, weil ich die Farben so klasse finde. Das ist das Monatsunikat, das ich leider nicht aussprechen kann. Ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Bisschen näher noch. Ist schwierig, aber ihr seht es auch auf der Webseite.
Ist jedenfalls wieder gedeckter. Eignet sich wieder super für Musterstricken. Wird vielleicht auch ein paar Socken mal wieder mit Muster. Ich stricke ja lieber einfach die klassischen. Bei mir sind die gerippt von oben bis unten. Aber auch wieder eine schöne Farbzusammenstellung und super für Muster geeignet. Und dann war ich im Laden, um die abzuholen und sah noch diese Färbung. Die finde ich ja auch großartig. Das ist so ein dunkles Rot und ein ja, dunkles Ockergelb, wie auch immer, und das Grau. Also super schöne Färbung. Mal gucken, was draus wird, weiß ich noch nicht. Das sind jedenfalls die drei Stränge, die ich da letzte Woche schon geholt habe. Und gestern war ich noch mal im Laden, weil ich Nadeln brauchte. Und da habe ich dann noch mitgenommen eine Weihnachtswolle von Trekking. Ich habe letztes Jahr schon ein paar Weihnachtssocken gestrickt. Die waren aber von Active Supergarne Active, keine Ahnung. Und jetzt hatte sie welche von Zitronen, die Trekking. Die Trekking finde ich auch super schön, weil die recht weich ist. Da gab es drei verschiedene zur Auswahl und ich habe mich für das etwas hellere entschieden. Die werde ich demnächst auch anschlagen. Das gibt aber Socken für mich. Und zu guter Letzt habe ich noch ein neues Buch. Dieses. Maßgestrickt von Claudia Eisenkolb. Das war eine Empfehlung der Buchhandlung Rote Zora in Merzig bzw. Losheim. Es gibt zwei Filialen im Saarland davon. Das hatte sie auf Instagram vorgestellt und auch mir die Empfehlung geschickt. Und ich habe mir das direkt bei ihnen bestellt, weil ich hatte mal vor 11 Jahren, einen Online-Kurs bei der Designerin Amy Herzog belegt. Knit to Flatter hieß der. Da gab es auch ein Buch, ich glaube, das hatte ich aber nie. Und ich fand den super interessant, aber ich glaube, der Kurs ist nicht mehr zugänglich oder ich habe dort keine Mitgliedschaft mehr auf der Plattform. Ich weiß es gar nicht so genau. Ich hatte mir auch viele Maße notiert, aber ich meine, 11 Jahre später sind meine Maße auch etwas anders. Jedenfalls dachte ich, ich schaue mir das mal an. Ich habe auch gestern schon mal reingelesen. Es ist ein bisschen so auch der Anfang im Plauderton geschrieben, also jetzt gar nicht super theoretisch oder so, sondern liest sich sehr angenehm. Es ist sehr, sehr viel Text drin, ja, Textseiten. Aber es ist meiner Meinung nach, steckt da viel Arbeit drin und es ist richtig gut. Ich bin noch nicht ganz so weit, also ich weiß, sie nimmt ganz viele Maße. Da braucht man dann jemanden, der einem hilft. Das war aber bei dem Kurs vorher auch schon so, den ich belegt hatte. Aber anhand der Maße kann man dann auch etwas stricken, was wirklich zu einem passt oder was einem wirklich passt. Und sie stellt diverse Konstruktionen vor. Also einmal was das den Schulterbereich angeht, wie Raglan oder Sattelschulter, heißt die auf Deutsch auch so, weiß ich gerade nicht, Rundpasse natürlich. Sie stellt verschiedene Strickweisen vor, von unten nach oben, von oben nach unten, seitwärts oder ganz eigene Konstruktionen. Sie hat Pullis entworfen, die eine ganz andere Konstruktion haben. Und dann gibt es, wenn ich das richtig gesehen habe, einen Mix-and-Match-Bereich, wo man sich das, was man für sich ausgerechnet hat, was einem in der Schulterbereich am besten passt, verbinden kann mit einem anders gestrickten Teil nach unten. Ich weiß es noch nicht ganz so recht, wie es laufen wird. Aber es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Ich zeige auch mal ein Beispiel Pulli. Sie hat auch ein paar Modelle von vorn bis hinten beschrieben im Prinzip, wie die gestrickt werden. Soweit bin ich aber noch nicht. Aber ich finde, das ist ein gutes Basisbuch, was man haben sollte, wenn man gerne Pullis strickt, würde ich mal sagen. Man muss sich natürlich auch die Zeit nehmen, es zum einen zu lesen, und zum anderen die Maße zu nehmen. Sonst bringt das alles nicht gut, was ich nicht machen werde. Sie macht so eine Körperzeichnung, also wo man vor einem großen Papier steht und jemand zeichnet die Körperumrisse, damit man ein besseres Gefühl für die Proportionen bekommt. Ich glaube nicht, dass ich das machen werde mit Frank. Ich meine, es wäre super lustig.
Aber das ist mir zu aufwendig. Aber es gibt halt diverse andere Maße, Schulterbereiche, Taille, Brustbereich. Die werde ich schon noch mal messen bei Gelegenheit. Und dann auch mich mal an so einem Modell versuchen. Weil ich finde es eigentlich gut, wenn man so ein Basisteil hat, das man dann immer modifizieren kann. Ich habe zum Beispiel Wolle, wo ich nicht weiß, zu welchem Muster ich die stricke. Und das mache ich ja ganz selten, dass ich Wolle kaufe, ohne ein Muster schon dafür zu haben. Aber ich habe bei 1000 Schön, habe ich handgefärbte mal gekauft. Da weiß ich echt noch nicht, was ich draus mache. Und dann so ein Grundmodell zu haben und damit zu arbeiten, vielleicht mit Streifen oder sowas, oder auch ein Strickmuster, das ist dann schon eine ganz spannende Sache, finde ich. Also das Buch sieht mal bis jetzt ziemlich interessant aus. Werde ich mich demnächst noch weiter mit beschäftigen. Das war es jetzt auch schon für meinen Handarbeitsteil. Was sonst noch so in letzter Zeit passiert ist, zum einen habe ich meine erste Kooperationsanfrage für den Kanal bekommen, aber an der Stelle mal gesagt, dieser Kanal bleibt mein Hobby. Ich werde ja keine Werbung in den Videos schalten, keine bezahlte Werbung oder irgendwas. Das ist mir steuerrechtlich schon viel zu komplex. Das hier ist mein Hobbykanal. Also ich möchte hiermit kein Geld verdienen. Ich habe einen Job, der reicht mir. Aber jedenfalls fand ich das ganz spannend. Ich hätte da aber bei dieser Kooperation sowieso abgelehnt, mal ganz davon abgesehen. Ja, aber um das mal zu betonen, das hier bleibt ein Hobbykanal. Dann bin ich am Überlegen, ob ich nächstes Jahr wieder ein Jahresprojekt mache, so wie ich letztes Jahr die Temperaturdecke gehäkelt habe. Häkeln möchte ich nicht mehr, habe ich genug anderes noch in Arbeit. Stricken möchte ich auch nicht. Ich hatte zwar erst überlegt, kleine Quadrate zu häkeln oder zu stricken, aber das war eine ganz schöne Herausforderung auch. Also man musste schon dranbleiben. Es ging besser, als ich dachte, aber ich möchte es nicht so schnell wieder machen. Ich bin jetzt an einer ganz anderen Sache dran, auch Handarbeit. Aber komplett anders. Und ich erzähle euch davon, wenn ich es durchdacht habe. Ich bin auch ganz am Anfang. Ich habe ein paar Sachen schon mal ausprobiert. Ich muss noch ein paar Sachen kaufen, denke ich. Muss noch einiges recherchieren. Für mich ist das ein relativ neues Gebiet. Aber es geht mir auch darum, bei so einem Jahresprojekt was zu lernen. Bei der Häkeldecke, als ich die begonnen habe, konnte ich ja noch nicht so gut häkeln. Und da war ja mein Ziel, in diesem Jahr auch besser häkeln zu lernen. Was mir auch durchaus gelungen war. Wie gesagt, davon erzähle ich euch, sobald es soweit ist. Und ja, mehr gibt es im Moment eigentlich gar nicht. Das Wetter ist noch ganz hübsch draußen. Ich war auch ein paar Mal noch shoppen unterwegs. Jetzt warten wir noch auf Handwerker, die schon vor 3 Wochen kommen sollten. Die müssen nur eine Armatur in der Küche austauschen. Aber die sind halt auch komplett zu mit Aufträgen und viel zu wenig Leute. Ist jetzt nicht bei uns so wichtig. Wir haben gesagt, sollen sich Zeit lassen. Aber ich hoffe trotzdem, dass die jetzt endlich mal kommen und dann die ganze Sache auch abgehakt ist. Ja, sonst gibt es von mir nichts zu berichten. Ich wünsche euch eine gute Zeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Sonja.